Wenn du das Gebäude betrittst, das ist natürlich ziemlich verheert von innen. Du erinnerst dich noch an die Festivitäten, die du hier mit Reichsregentin Ema und auch der kleinen Rohaya hier hattest. Lange, lange her. Treppe Schreib nach mir mal. oben, könntest du kommen, wenn du willst. Ich schaue mich mal nach einem Banner um des Mittelreichs oder des Hauses Gareth. Wirst du finden. Hinter dem Thron steigst du wieder über einige Trümmer und könntest da dann das abhängen. Dann würde ich es abhängen, zusammenrollen, mir, wenn möglich, auf den Rücken schnallen, sodass ich beide Hände frei hätte und probieren, möglichst weit nach oben zu kommen. Zu einem Fenster, was Richtung Süden zeigt. Ja. Ja, steigst wie Und gesagt über Schutt und Trümmerteile, über Holzbalken, kletterst du nach oben und bist dann unter freiem Himmel. guck mich mal um, ob ich irgendwie eine provisorische Fahnenstange oder etwas ähnliches in einen Balken, wo ich dieses Banner hissen könnte. Also an diesem Balken festmachen und diesen Balken möglichst stabil so platzieren kann, dass er auch stabil bleibt, sodass das Banner über der Residenz wieder weht. Hoffentlich mehr oder weniger weit sichtbar. Während du das tust und gerade an einem der letzten, es ist kein Fahnenmast, sondern wieder nur ein Holzbalken, der rausragt, festbindest und knotest, kannst du etwas erblicken, was dich zutiefst erschaudert. Was tun derweil die anderen? Wir müssen jetzt dringend diese Botenjungen organisieren. Ich weiß nicht. Hat Herr Luder von Wertling da schon irgendwas gemacht? Einige Milizen haben sich doch hier versammelt. Wir greifen uns einfach ein paar und schicken die in verschiedene Richtungen. Halte ich für einen guten Plan. Dann werden sich, so wie ich einige von denen sehe, auch sicherlich freuen, nicht mehr zum Zeltaufbauen herangezogen zu werden und sich einfach ein wenig die Beine vertreten zu können. Das Elfenviertel ist auch komplett in Ordnung. Vielleicht sind sie bereit, uns zu helfen. Aber ich habe keine Ahnung von Elfen, deswegen bin ich mal nicht dahin gegangen. Nun, da werden wir uns drum bekümmern. Wir müssen einige Botenreiter auftreiben. Ach, drei oder vier Stück. Botenläufer. Ich glaube kaum, dass man überhaupt noch hier jemanden mit Pferd findet. Nun, irgendwo wird es wohl jemanden geben. Notfalls im Okuri-Tempel. Vielleicht lebt dort noch jemand. Dann müssen Möglich. wir in die nächstgrößeren Ortschaften senden. Nach Ragard und nach Ferdok und nach Romelis. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zu Luder von Wertlingen und fragen ihn, ob er damit einverstanden ist, dass wir in seinem Namen auch einen Brief verschicken, um Handwerker herbeizuholen. Ja, dort hinten müsste er sein. Wohin? Ah, ihr seid wieder da. Habe die Zelte bereits an diejenigen abgegeben, die verletzt sind. Ich hoffe, das ist okay. Wir schlafen nachher unter freiem Himmel. Das wird wohl kein Problem sein. Wir werden allerdings. Wir müssen noch etwas suchen, was wir anzünden können. Irgendwelche Hölzer oder so. Auch wenn Teile der Stadt brennen. Das Feuer verbrennt nur, aber es wärmt nicht. Werden wir sicherlich noch etwas suchen müssen, damit wir hier nicht erfrieren. So kalt wie die Temperaturen sind. Es soll auch bald regnen. Zumindest sind die Wolken da entsprechend. Das können wir uns nicht leisten. Wir stehen doch in einem Garten. Warum fällen mir nicht ein, zwei Bäume? Nun, die Bäume sind umgeknickt und wie gesagt, wenn sie durch das Magnum Opus oder was auch immer es war, dann gebrannt haben, das Holz ist verändert. Ja, dann hatten wir nicht noch, wenn das Haus von Viktor Butzner steht, haben wir doch auf dem Dachboden bestimmt noch einige große Zelte rumliegen, die wir damals für die Reisen auch benutzt haben. Sicherlich. Hat es denn irgendjemand von uns bis nach Süden durchgeschafft, ins Arenaviertel? Ich hab's nicht versucht. Dann versuch es am besten mal, wenn du die Zeit hast. Okay. Ich hab da ein paar Kekse rumliegen. Muss irgendjemand noch mitkommen, der auch noch mit gut schleppen kann. Und jemand Kräftiges. Dann. Raffi. Raffi? Ja. Ja, ich Lass helfe komm, dir. lass mal gucken, ob Haus von Wirtz und Brutzner steht. Und wenn ja, geh auf den Dachboden, hol die alten Zelte von unseren Freisen und benutzen die. Können wir machen.
Ludolf, ich werde einige eurer Helfer entwenden müssen, um sie durch die Stadt zu schicken. Sie verkünden, dass sich jeder, der noch tat- und handlungsfähig ist, hier oben sammeln soll. Ja, der nickt nur sehr geistesabwesend, kann dann auf 5, 6 Leute deuten, die da wohl noch kräftig sind. Wie gesagt, es gibt eine ganze Menge andere Leute noch hier, aber die sind dann großteils verletzt, haben dann irgendwelche Eisenstangen durch ihre Beine getrieben, gebrochene Knochen abgequetscht oder so etwas. Und ja, die auf die er deutet, die sind da wohl noch gerade mit am leistungsfähigsten, während Abel mir gerade hetzend springend rennt, über ein paar Trümmerteile wieder zu euch kommt. Abgehetzt. Da ist ein Wesen. Kommt. Oder besser, kommt nicht. Ja, was denn nun? Was nun? Atmet erst einmal. So, und jetzt raus damit. Ihr erinnert euch doch an den Thronsaal. Ja. Und dort standen doch keine Statuen. Dämonische ausschauende Statuen. Dort sind sie jetzt. Bewegen sich nicht, aber sie waren vorher nicht da. Wie kommen sie dorthin? Statuen wo, Abelmir? Zeigt sie uns. Ich zeige erstmal die Richtung. Dort. Das ist eine Mauer. Dort im Thronsaal. Auf dem Dach. Kommt. Schieb Jalan vor mich und schieb Jalan hoffentlich in die richtige Richtung. Ja. Dann geht's wohl erstmal vorwärts. Ich folge. Und ich voran. Ja, mit einem Knoten am Bauch könnt ihr dann Abel mir folgen. Der deutet dann, ihr könnt die Spuren in der Asche und auch im Staub erkennen, wo er dann durchgelaufen ist. Und seht dann, wie dort neben dem flackernden oder ja im Wind wehenden Greifenbanner ja diese Statue steht. Aufrecht, leblos, unheimlich. Die war vorher nicht da. Und wenn ihr weiter herantretet, musternd, könnt ihr auch noch sehen, wie auf den anderen Trümmerteilen der alten Residenz andere Statuen stehen. Sind... sicher, dass die aus dem Palast sind? Diese Dinger stammen garantiert nicht aus dem Palast. Das scheint mir ein Werk des Schänders Element zu sein. Geh mal einmal rings um so eine Statue herum. Und aber, wie kommen sie hierher? Warum sind sie noch an einem Stück? Was haben sie wohl vor? Ja, offensichtlich sind sie ja auch erst, nachdem ja alles eingestürzt wurde, hierhin gebracht worden oder gekommen. Ich klopf mal mit der Hand auf einen rauf. Fühlt sich an wie Stein. Was tut ihr dort? Das ist eine Statue, aber sie wird wohl nicht beißen. Seid ihr sicher? Und seht ihr sonst noch Dämonen hier herumwirren? Denke nicht. Was auch immer es ist, es wird wohl kein Dämon sein. Ja, ich erlaube eine Magiekundeprobe. Ich überlege gerade. +12. Wettergefällige +12. Komm, Doppel-1 ist immer drin. Mit Dämonologie als Spezialisierung erlaubt? Nee. Oder ohne? Nee, ohne. Wir haben es auch heute mit den 20. War klar, dass Ömer es wieder schafft. Ömer ist nicht da. Ömer ist wohin gegangen? Ömer ist schon nicht weg. Ömer ist schon gleich weggeschickt worden mit Rafim. Achso, ich dachte, du wärst schon weggegangen. Also das war die Überlegung. Genau, Abel mir kam gerade wieder. Also ich vermute einfach, dass Ömer mit dabei ist. Ja, weißt du, was das für Kreaturen sind? Ja. Das sind Gargylien. Gar was jetzt bitte? Gargylien. Also, ob das wirklich Kreaturen sind, ist fraglich, aber es gibt Geschichten dazu, dass das sozusagen irgendwann lebendig gewordene Statuen sind. Sie sind aus Stein, aber manche von ihnen sind nicht aus Stein.
Ich weiß nicht, ob sie einen dämonischen Bezug haben, aber das könnte vielleicht eine arkane Visitation ergeben, also wenn Abel mir sich das genauer anschaut. Auf jeden Fall sind sie mit Waffen wohl sehr schwer zu bekämpfen, wenn ich das richtig gehört habe. Schließlich sollen sie aus Stein sein. Und sie fühlen sich an wie Stein. Also haben wir jetzt was wandelnde Statuen hier sitzen? Das scheint so. Warum habe ich keine von ihnen während der Schlacht gesehen? Also das Interessanteste wäre doch, ob sie chaotische Energien intus haben oder nicht. Also das wäre dann etwas, was man herausfinden müsste, am besten möglichst schnell. Denn chaotische Energien zu tolerieren ist wohl, denke ich mal, nicht in unserem Sinne. Unter euch könnt ihr ein paar Steine bröckeln hören und dann seht ihr, wie wohl gerade der Marschall versucht, euch dann entgegenzutreten. Ihr Helden! Ruft euch von unten nach oben entgegen. Was gibt's denn? Ihr werdet verlangt! Aber ihr kümmert euch hier schon rum, ja? Ja, sicher. Answin sucht nach euch! Ihr kommt besser mit. Was? Welcher Answin? Erheim! Ja. Wir sind gleich da. Eine Schocksekunde dachte ich, er sagt Rabenmund. Mit dem würde ich schon selbst verhandeln. Knackt er sich mit seinen Knöcheln. Ach, keine Sorge. Ich glaube nicht, dass Rabenmund das wagen würde, jetzt hier Na, Moment. Ja, doch. Klar, ja. Gerade in solcher Situation. Aber nein, Answin ist gerade eben gekommen. Ich weiß nicht, wo er herkommt, aber er sagte wohl, nachdem ich ihm erzählt habe, was hier los ist, dass er wohl etwas entdeckt hat. Und das will er wohl mit euch teilen. Keine Ruhe für die Rechtschaffenden. Und dann los. Ja, ihr könnt sehen, wie Answin von Werheim wohl gerade neben Leonardo dem Mechanikus kniet und sich da gerade mit ihm unterhält. Unglaublich aufgeregt ist, wie ein kleines Kind. Und wenn ihr dann aus der alten Residenz gemeinsam mit Ludolf von Werting tretet, könnt ihr dann sehen, ja, wie er sich aufkniet und dann euch entgegengeht. Answin, ich sollte wohl aufhören, überrascht zu sein, Leute am Leben zu sehen. Schön, dass ich euch hier sehe. Ich wusste nicht genau, an wen ich mich wenden kann. Kommt mit. Und dann zieht er dich so ein bisschen grob an deinem übrig gebliebenen Ärmel, der noch übrig ist, der nicht zerrissen ist. Und zieht dich dann auch von Ludolf von Wertling weg in so eine Ecke, da wo ihr dann alleine seid. Und würde dann den anderen auch bedeuten, dass ihr mitkommt. Ich warte, bis sich ihr letzter eingesammelt hat. Ich nehme mal nach, weil wir haben mitgeschliffen. Ja, so. Ist irgendjemand noch woanders oder wollt ihr bei der Statue bleiben? Wollt ihr jetzt in die Stadt reinrennen oder wen interessiert das nicht, sag ich mal so? Ich wollte jetzt erstmal die Statue, das Bonus brauchen eine gewisse Weile. Dann möchtest du ich höre mir an, was Answin zu sagen hat. Ich bleib aus Sicherheitsgründen bei Abelmir. Ich würde einen vorbereitenden Odem wirken. Lass mir dabei Zeit. Jetzt 12 Punkte übrig. Oh, du kannst ja was. Anschließend einen Analyse. Die Hälfte des Odems bekomme ich als Plus sozusagen für die Analyse. Lass mir dabei ebenfalls Zeit. Heißt, ich hätte 6 aus dem Odem und 4 aus dem Zeitplatz, also Erleichterung 10. Korrekt? Klingt richtig. Gut. Analyse Arkanstruktur, enthülle mir die Magienatur. Diese Gargylie, oder Gargyle, wie Ömer sagte, ist tatsächlich ein magischer Stein. Schwarz. Ein krähenartiger Kopf und zerrupfte Federn, die hier abstehen, etwas gebeugt, etwas krumm, ein langer Hals, ein massiger Körper, fast schlangenartig, möchtest du meinen. Und es sieht, auch wenn es nur eine Statue ist, so aus, als würde es humpeln. Das Ding hat verschiedenste Einflüsse der Magie. Ich muss gerade mal gucken, was kriegst du denn jetzt für Informationen? Auf jeden Fall kriegt er, glaube ich, gesagt, ob ein Merkmal dämonisch vorhanden ist. Ja. Es kommt darauf an, er kriegt ja noch eine Basiserschwernis, aber beim Analyse, da muss man das sozusagen sehr genau aus Klabüsern besuchen. Das hat man aber, glaube ich, beim Odem schon gesagt und der war nur gut gelungen. Der Odem ist meistens nicht erschwert, sondern nur noch erleichtert. Die Strukturanalyse unterscheidet sich ganz stark von ihren Erschwernisregeln zu das, was der Odem macht, so eine Machtanalyse. Also der Odem sagt dir, ab 7 ZFP-Sternen noch Merkmal dämonisch vorhanden ist.
Also ab 9, 7, genau. Versteckte Zaubereien und Varianten von Sprüchen werden bestimmbar. Fähigkeiten eines magischen Wesens können ausgelotet werden. Eine Signatur erkennen erfordert mindestens 8 ZFP. Ist jetzt bei 9 ZFP, bei 7 ZFP, wie gesagt. Und danach ist halt meiste Entscheid. Genau, die Erschwernisse nicht, aber. Klingt doch alles nicht schlecht. Gut, das ist ja teilweise chimärisch, dämonisch. Du kannst so etwas wie die Sphäre von Agrimod rauslesen, die Sphäre von Söldner Meinung Asphalot, ne? Asphalot ist Chimären, ja. Asphalot, beziehungsweise genau die Gegenzar. Also die Wesen sind auf alle Fälle geschaffen von Magierhand. Du siehst doch sowas wie eine leicht feische Komponente, die sich allerdings im Astralraum in den feischen Sphären verliert. Also du siehst, wie sie wohl damit noch immer verbunden sind und sowieso die Sphären über Gareth so ein bisschen zerstört sind. Das bemerkst du eben auch, wenn du dann die Matrix vor deinem Auge webst und diesen Zauber dann versuchst zu sprechen. Also sie sind grundsätzlich chaotischer Natur, könnte man sagen. Nicht so chaotisch und nicht so dämonisch, wie es reine Dämonen sind, aber sie sind auf alle Fälle erschaffenes Böses. Aktuell versteinert. Dann müssen wir davon ausgehen, dass sie vielleicht wahnsinnig sind. Wir sollten... Nun ja... Ich kenne mich mit Schutz- und Bannkreisen nicht besonders gut aus, aber... Ich wüsste nicht, wie wir diese Kreaturen halten können. Man könnte sie zerstören. Dafür müsste man allerdings einen fähigen Antimagier haben, der ich nun gezwungenermaßen nicht bin. Ich weiß nicht, was wir tun können. Tja, wenn wir nicht weiter wissen, haben wir Jala und versuchen mit der Gewaltmethode. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob stumpfer Stahl gegen diese Wesen etwas ausrichten kann. Ganz genau weiß ich das auch nicht, aber die meisten unserer Waffen oder die meisten Waffen sind ja geweiht und das wirkt meistens schon ganz gut. Gerade weil du bestätigt hast, dass da chaotische Kräfte wirken. Es scheint noch eine feische Komponente zu besitzen. Ich verstehe es noch nicht ganz. Eine anderssphärige Entität. Oder eine feische Sphäre. Ich verstehe es nicht. So wie die anderen. Zuerst, wir können hier nichts tun. Also, ihr müsst wissen, ich habe versucht, einigen Leuten zu helfen, als das alles hier beendet war. Muss mich erstmal ein bisschen beruhigen. Direkt hier hinter den Mauern, da wo ehemals der Fluss war, der jetzt mittlerweile verdampft ist, da steht ein Brauhaus, Eichstätter. Ich habe nach einer Explosion, die Malzsilos hat umgestürzt, haben einige Teile des Gebäudes kaputt gemacht. Ich habe da 2-3 Handwerker rausgeholt. Und dann gab der Boden gab nach. Ich bin in sowas wie ein Kellergewölbe gestürzt. Ihr müsst euch das ansehen, sonst glaubt ihr mir es nicht. Es sah zuerst aus wie ein Waisenhaus oder so etwas. Ihr müsst euch das ansehen. Blick mal kurz über die Schulter auf den Platz. Also, Keller, dann zeigt es doch einmal her. Aber was ist so besonders an einem Keller von einem Waisenhaus? Sagen wir nicht in der Brauerei? Die Brauerei. Direkt hinter den Mauern hier. Wir müssen von hier aus nach Norden. Also einfach hier über den Platz rüber und ich wusste nicht, was ich tun sollte, weil das glaubt ihr nicht. Und ich dann wusste geht nicht, doch, zeigt es uns doch, wenn ihr es uns nicht beschreiben könnt, zeigt es uns doch. Rafim, ich glaube, die Zelte können warten. Kommst du mit? Ja, geh mal vor. Warum wir wieder wollen.
Murmelt er irgendwas in sein Bart und dann könnt ihr erkennen, wie Abelmir und Ömer mit besorgten Blicken und staubigem Gesicht nach unten kommen aus der alten Residenz wieder heraus. Ja, und das sieht nach dem nächsten Problem aus. Also wenn es ist Abelmir, ich kann warten. Kommt mit. Na gut. Es ist dämonisch, aber okay, dann muss es noch schlimmer sein, was ihr habt. Wenn es Answin aus der Fassung bringt, muss es schlimm sein. Okay, dann los. Ich folge. Und so marschiert ihr aus der alten Residenz wieder voraus. Durch einen Mauerdurchbruch könnt ihr das Eisengitter erkennen, was hier rausgebrochen ist. Die verschiedenen Leichen, die hier immer noch teilweise gestapelt sind, nicht wirklich abtransportiert, aber man hat schon in eurer Abwesenheit, in den Stunden, in denen ihr unterwegs wart, habt man versucht, hier die ersten Sachen beiseite zu räumen. Und dann könnt ihr ein großes Silo erkennen. Mit ausgelaufenem Bier, stinkt widerwärtig. Nach Malz. Er deutet auf den Mauerdurchbruch und ihr könnt sehen, wie tatsächlich ein Weg nach unten führt. Ich war, wie gesagt, schon unten und bin dann nach oben geklettert über. Wie gesagt, das war. Ich glaube ein Waisenhaus, aber. Also. Untergegangen oder sowas. Ein Fundament ist noch übrig und. Ich glaube, auf dem Fundament wurde dann diese Brauerei aufgebaut. Das muss schon unglaublich alt gewesen sein, aber zumindest, also jetzt in den Trümmern kann man es noch. Ihr müsst euch das ansehen, sonst glaubt ihr es nicht. Hey, jetzt geht doch vor, Mann, was ist denn da? Das gibt's doch nicht. Ja, wenn ihr ihm dann folgt, langsam zitternd, wie er da runtergeht, könnt ihr sehen. Das ist auf alle Fälle das Siegel von Perrine, allerdings auf den Kopf gedreht. Ein Waisenhaus. Ja, ihr seht hier, wie wohl sowas wie eine Eingangshalle existiert. Alt, verwittert. Einiges Moos, was hier herum wächst. Staub, es riecht einfach alt, es riecht düster. Bisschen schimmelig, modrig, nach Staub. Enge Gänge. Ihr werdet dann geführt durch verschiedene kleine Räume. Das Holz, was hier an den Wänden angebracht ist, ist längst verfallen. Das muss schon mehrere hundert Jahre her sein. Und dann in einem großen Raum, sowas wie ein Schulsaal, könnt ihr eine Statue erkennen. Das könnte Perrine sein. Seht ihr es? Seht ihr es? Und ich sehe ein. Pick ist das. Sagen und Legenden. Wissen Sie denn, oder? Wie ist die Erschwernis, wenn man unter dem Drittel LEP ist? 3, oder? Oder 2? Ja, du hast immer noch deine 3er Erschwernis. Nee, vermute ich jetzt, dass du wieder eine 12er. Obwohl, nee, weiß ich nicht. Wie lange dauert der Segen von unserem guten Kieras? Ich glaube nicht länger als einen Tag. Ja, dann hast du doch wieder 12er. Ich hab Galotta umgebracht, da darf man schon mal Morakulex machen. Ja, weiß ich nicht. Musst du mich nicht fragen. Doch egal, dann ist es so oder so nicht geschafft. Abelmir erkennt, ja, sowohl das Zeichen von Perrine auf den Kopf gedreht, das ist nicht eine Statue von Perrine, sondern von einer der Heiligen am Märtyrer. Jelissa. Die Schutzheilige für Kinder, Arme und Kranke. Die scheint wohl nicht Perrine selber zu sein, sondern, nun ja, einer ihrer Albanierer, ihrer Heiligen. Jelissa, wenn mich nicht alles täuscht. Nun, dann ist es ein Heiligenbild, aber was ist nun so besonders hieran? Answin? Sie, seht ihr es denn nicht? Sie hat keine Haare und sie ist zerkratzt. Gut, jemand hat also an der Statue gewütet. Eine geschändete Statue. Das ist jetzt besorgniserregend, aber wie sind wir unter der Erde? Wohl kaum. Wenn man den Verlauf der Zeit bedenkt. Das ist kein Holz, das ist Stein. Ich schaue mich mal näher um in der Höhle. Hinter der Statue meinetwegen oder daneben oder wie auch immer. Sinneschärfe, oder? Sinneschärfe plus 13 für euch alle.
Oh. Übergibt einfach mal 3 ASP aus dem Reinwert, um 6 zu erhöhen in den Schärfer. Wenn ich sage plus 13, könnte das was bedeuten? Ja, wie wusste ich denn, was du meinst, dass du im Waisenhaus gesagt hast? Aber... Guter Wert. Guter Wert. Wenn ihr hier runterkommt, egal wie ihr es dreht und wendet, die Statue hat keinen Schatten. Also ich sehe hier nichts an Zwin. Ja, ist eine kaputte Statue, das ist nicht gut, aber wir haben echt andere Probleme. Es ist ein schöner archäologischer Fund, keine Frage, aber ich glaube nicht, was wir jetzt die Zeit dafür haben. Eine Frage habe ich ja noch. Magier. Ihr kennt doch diesen Zauber, wo man seinen Schatten kämpfen lässt, oder? Ja. Ein sehr dunkler Zauber, ja. Wenn der Schatten erschlagen wird, dann ist der Schatten ja für eine Zeit lang weg, habe ich mir sagen lassen. Das ist richtig. Könnte die Statue ein verwandelter Magier sein, der vielleicht von den Bobardianern übergelaufen ist und sich jetzt hier einfach nur versteinert oder verwandelt und versteinert oder was hingestellt hat? Und dabei, denn die Statue hat keinen Schatten. Dabei die Form einer Pereide-Heiligen angenommen zu haben? Naja, das Zeichen der Pereide ist ja auch zum Beispiel umgedreht. Was meinst du, die hat keinen Schatten? Naja, hier, nimm doch mal diese Fackel hier, mach die mal da an und eigentlich ist das so ein Stück Holz mit ein bisschen, mit einem Hemd drum gewickelt. Und dann gehst du um die Statue herum und dann sieht man, dass da nirgendwo ein Schatten fällt, egal von woher das Licht kommt. Ja, Raffi macht die Fackel an. Aber du hast recht. Ist ja komisch. Oh, kurios. Ist ein fehlender Schatten nicht auch ein Zeichen eines hohen, namenlosen... Ist das? Ich kenne das nur mit Magie. Aber was hat das mit der Statue zu tun? Oder wollt ihr mir sagen, die Statue ja, ist... Ich glaube, Also, vielleicht hat er irgendwelche Magie benutzt, damit er aussieht wie eine Pereinstatue und hat sich dann jetzt hier versteinert und versteckt sich jetzt hier, weil er irgendwie regenerieren muss oder so. Das lässt sich auch leicht bestimmen. So. Ja, und was machen wir jetzt mit dem Ding? Also, machen wir es kaputt, oder? Magistra, könnt ihr vielleicht eine Marschuntersuchung anstellen? Meine Kräfte sind arg geschwunden. Gewiss doch. Ja, ich würde mich dann anschicken, einen Odem zu sprechen, dass wir erstmal schauen können, ob da überhaupt Magie drinnen ist oder eben nicht. Ich denke, das reicht, wenn wir das nur auf die Statue sprechen. Wird mir dann Zeit lassen. Währenddessen hat sich Hansfinn auf einen dieser Steine gesetzt, die da noch irgendwie rumstehen, die dann noch nicht verwittert sind und zittert am ganzen Leib. So, und dann spricht Isarun den Zauber Tevideas und löst damit einen Odem Arcanum aus. Die Statue ist nicht magisch.